Björn Blaschke. Schönen guten Morgen nach Chisinau. Wie groß ist dort die Sorge, dass sich der Fall Ukraine jetzt wiederholt? Ich glaube, es gibt ganz konkret diese Sorge, dass es sich wiederholen könnte. Aber ich empfinde es hier, was die Stimmung angeht, eigentlich als relativ entspannt. Wenn man die Leute gezielt danach fragt, dann äußern sie diese Sorge. Aber es ist nicht so, dass es jetzt irgendwelche Proteste geben, das gäbe bisher jedenfalls nicht, was da gestern in Transnistrien geäußert wurde, nämlich die Bitte um Schutz aus Moskau. Wie muss ich mir dieses Nebeneinander eines Teils des Landes, der der EU zugewandt ist, und eben dieser Provinz Transnistrien, die unbedingt zu Russland will, vorstellen? Ich glaube, rein praktisch sieht es so aus, dass es gar nicht so sehr nebeneinander ist. Es gibt eine de facto Teilung, ja, aber der gesamte Handel, den Transnistrien betreibt, der geht wie in den meisten Ländern über die Zentrale, also hier in diesem Fall über Chisinau. Das hat was damit zu tun, dass die Grenze zwischen Transnistrien auf der einen Seite und der Ukraine auf der anderen Seite, und die Ukraine grenzt überwiegend an Transnistrien hier, dass diese Grenze einfach zu ist. Und das bedeutet durch die EU-Sanktionen, dass der gesamte Handel über Moldau geht. Und damit wirkt Transnistrien auf mich erstmal als ein echter Teil dieses Landes auch. Und da muss ich aber klar machen, dass in Transnistrien, wie wir es eben in dem Filmbeitrag auch gesehen, relativ viele russische Symbole hat. Man spricht in Transnistrien Russisch überwiegend. Man sieht kyrillische Straßenschilder oder Werbung, während es hier in Moldau alles auf Rumänisch ist. Das ist die Nationalsprache dieses Landes. Das heißt, es gibt schon ein echtes Nebeneinander, aber es gibt auch gleichzeitig eine Verschmelzung. Etwas paradox, ich weiß. Wir gucken ja immer auf dieses kleine Land, weil wir sagen, und nicht, dass das Gleiche passiert wie in der Ukraine. Dabei ist die Situation ja ein bisschen anders. Dieser Kampf um Unabhängigkeit dauert ja schon seit 2092. Trotzdem, welchen Vorteil könnte Putin haben, wenn er jetzt auch auf diese, seine Art und Weise Transnistrien helfen würde und dort einmarschierte? Ach, ich glaube, es wäre erstmal vor allem ein propagandistischer Erfolg, denn letztlich könnte Putin heute in der Rede zur Lage der Nationen darauf abzielen und sagen, seht her, es gibt Menschen auf dieser Welt, die immer noch unseren Schutz wünschen. Und wir werden natürlich unseren Landsleuten, und 200.000 Menschen in Transnistrien haben russische Pässe, 200.000 von 400.000 Menschen ungefähr, da kann er darauf abzielen, denn er kann sagen, diese Menschen wollen unseren Schutz. Rein praktisch wird wahrscheinlich nicht viel daraus folgen, denn wie gesagt, Transnistrien ist überwiegend von der Ukraine umgeben und von einem Teil Moldaus. Das heißt, man kann nicht so wie 2022, damals aus dem Donbass, ein ähnliches Setup, die Bitte um Schutz aus Russland. Man kann aber nicht einfach über die Grenze kommen und helfen, sondern man müsste hier mit Luftlandetruppen reinkommen, um dann eben von der anderen Seite sozusagen auch noch die Ukraine unter Beschuss zu nehmen. Das wird nicht so praktisch leicht möglich sein. Sagt Björn Blaschke, unser Korrespondent in Moldau, der natürlich von da aus Chisinau heute auch die Moskauer Rede von Wladimir Putin zur Lage der Nation und vielleicht auch zu Transnistrien und Moldau genau beobachten wird. Dankeschön.